Herr Professor Janni, wir sind in San Antonio beim Breast Cancer Symposium 2018 und es wurde hier gezeigt, was eine Studie ergeben hat, wo es darum ging, dass man bei Frauen, die frisch metastasiert waren, also sogenannte First Line, dass man über zirkulierende Tumorzellen schauen wollte, ob sie eher eine antihormonelle Therapie bekommen sollen oder eine Chemotherapie. Was wurde da gezeigt? Ja, richtig. Das war die STIC-Studie unserer französischen Kollegen aus Paris. In dieser STIC-Studie wurde in der Tat geguckt, was ist sozusagen besser, die klinische Einschätzung der betreuenden Ärztinnen und Ärzte oder der CTC-Status, die zirkulierenden Tumorzellen. Und in Abhängigkeit davon wurde dann die Therapie entschieden, Chemotherapie versus endokrine, also antihormonelle Therapie. Bei der Mehrzahl der Patientinnen stimmte der CTC-Status im Blut mit der klinischen Einschätzung überein. Bei Patienten mit einem niedrigen Risiko zugunsten einer antihormonellen Therapie und bei Patientinnen, bei denen die Einschätzung bezüglich eines großen Progressionsrisikos vorhanden war, also einem schnellen Voranschreiten der Erkrankung, zugunsten einer Chemotherapie. Es gab allerdings auch eine Gruppe von etwa 40% der Patientinnen, wo die klinische Einschätzung vom CTC-Status abwich. Und das war natürlich die spannende Gruppe. Etwa 200 Patientinnen, bei denen die klinische Einschätzung eher auf ein niedriges Risiko hindeutete, der CTC-Status aber ein Hochrisikostatus war. Und bei diesen Patienten wurde dann geguckt, profitierten die Patientinnen vom Einsatz einer Chemotherapie auf der Grundlage des CTC-Status? Und die Antwort war tatsächlich ja. Das sogenannte progressionsfreie, also das progressionsfreie Überleben, das heißt das Voranschreiten der Erkrankung, konnte tatsächlich durch eine Chemotherapie verzögert werden. Und das war dahingehend erstaunlich, dass eben die klinische Einschätzung das bei diesem Patienten nicht widerspiegelte, aber der CTC-Status sehr wohl. Der CTC-Status wurde in dieser Studie bestimmt anhand des einzigen Tests, der derzeit zugelassen ist, das sogenannte Cell Search Test. Das ist ein Test, der auch von der amerikanischen Zulassungsbehörde hier, der FDA, zugelassen ist. Und das ist vielleicht auch wichtig zu betonen, weil es viele kommerzielle Anbieter inzwischen auch in Deutschland gibt, die den CTC-Status vermeintlich prüfen, mit pekuniär getriebenen Angeboten, die allerdings nicht validiert sind. Das ist der einzige Test, der derzeit international, wie auch in dieser französischen Studie, gezeigt hat, dass er das kann, was jetzt auch diese Studie gezeigt hat. Für mich ist die Take-Home-Message für nächste Woche, dass wann immer wir uns in der metastasierten Situation unsicher sind, muss es nun eine Chemotherapie sein, ja oder nein, kann der CTC-Status von Bedeutung sein. Wir benutzen ihn ja auch in unserem deutschen Detect-Studienprogramm, ein großes Studienprogramm für Patienten mit metastasiertem Mammakarzinom als Grundlage. Und ich denke, das ist nochmal ein guter Rückenwind für unser Detect-Studienprogramm. Wenn jetzt eine Patientin das gerne überprüft haben möchte, weil sie eben unsicher ist, was sie machen soll, funktioniert das auch so rum? Oder sollte der Vorschlag eher vom Arzt kommen, der vielleicht auch nicht sicher ist, welchen Weg er vorschlagen soll? Ich denke, in den Dialog zu treten ist immer gut. Das heißt, wenn die Patientin das Gefühl hat, sollen wir nicht einen CTC-Test machen bei mir, das ist etwas, was die Patientin sicher ansprechen kann, ihrem behandelnden Arzt gegenüber, der Ärztin gegenüber. Und dann wird man sicher zu einem Konsens kommen, ob es in der Situation Sinn macht, ja oder nein. Könnte denn den Test jede Klinik machen? Das ist ja ein Test, der in vereinzelten Diagnostikzentren durchgeführt wird. Das heißt, nicht überall gemacht werden kann, weil man eben auch das Gerät dazu braucht. Und der Kollege kann die Blutprobe aber an eines der Diagnostikzentren natürlich schicken. Vielen herzlichen Dank. Ich danke für die Aufnahme.